Ja, kurze Zwischeninfo, hier ist zum Beispiel ein einfacher Diamant getroppt. Ja, nachdem ich jetzt hier Sigris gemacht habe, ist es jetzt hier der zweite Run. Ja, was soll man dazu sagen? Knochiger Stab des Zirkels, das zweite Mal. Ja, ist halt der mit, der hat ein bisschen Speed drauf und so, aber ansonsten ist da nichts Besonderes. Ja, kann man halt einschmelzen, das ist das Einzige, was er jetzt noch bringt. Wie gesagt, schon zum zweiten Mal getroppt, ich hätte ja gern mal das Buch. Ja, Grimax Sternrobe kann ja auch troppen. Ist aber normalerweise nicht so der Levelbereich, also äußerst, naja, wenn das Buch der Verdammnis ja auch ist, ich habe schon mal gehört, das Buch der Verdammnis bei Arachna getroppt ist, so noch 5 Dietrische. Ja. Sigris hat nichts Besonderes getroppt, außer eine legendäre Route. Ja. Denkst du immer das KDW getroppt hier, weil das immer so aufleuchtet. Naja, wie gesagt, ich melde mich dann zurück, wenn was getroppt ist nochmal oder wenn ich die Dietrische voll habe. So, jetzt habe ich 101 Dietrische. Was ist noch getroppt? Ein Onyx ist zum Beispiel getroppt. Wenn zum Beispiel ein kompletter Rubin droppt mit 5 Schaden, ist das natürlich sehr nett. Ja, Onyx ist jetzt... Ich meine, ich habe schon einen Onyx, der 160 kritisch Trefferwertung macht. Ja. Okay, ich schaue da mal in die legendäre Schatzkiste rein. Kristalle. 3 Tränke. Essenzen der Zerstörung. Legendärer Helm. Unreiner. Und das. Ja. Ja, dann mache ich den One hier noch schnell zu Ende. Ja, also für blaue Essenzen ist es auch ziemlich nett. Weil in der Zwischenwelt droppen zwar dann gleich mal 500, 600. Ach, gleich noch ein Dietrich. Aber, naja, da braucht man auch länger zum Durchrennen. Hier brauchen wir wirklich bloß Kettenblitze spammen und schon liegen die Monster. Jo. Noch ein Dietrich. Also man sieht schon, das geht ganz gut. Unreiner Cyanid. Kristalle der Wahrheiten. Dem einen One hatte ich glaube ich 3-4 Steine. Und so ein One dauert ja 2-3 Minuten. Ansonsten ist es schon eine richtig schöne Ausbeute für die Zeit. Ja, das wäre es dann erstmal mit der Farmerei in so einem Gebiet, wenn man an Dietrische kommen will. Ja, zum Einschmelzen, wie gesagt, Unix können droppen. Legendäre können droppen.
Die roten Essenzen brauchen wir gleich noch. Im nächsten Video dann. Ja, wie gesagt, macht's gut. Friends with the